Radio Tirol. Kultur. Ja, wie frisch und aktuell auch ein 86 Jahre altes Stück sein kann, das beweist das Zillertaler Festival Steudelten mit Jura Seufers Komödie Weltuntergang, in dem die Menschen nicht an das bevorstehende Ende der Welt glauben wollen. Nach einer Uraufführung 1936 ist das Stück in Wien bald abgesetzt worden. Zu genau war der Blick des jungen Jura Seufer, der ins Konzentrationslager Buchenwald verschleppt worden ist und dort an Typhus gestorben ist. Doch zurück ins Zillertal, Martin Seiler war bei der gestrigen Premiere mit dabei. Eines vorweg und ohne jeden Vorbehalt. Weltuntergang von Jura Seufer ist Volkstheater im besten Sinn. Nahe am Publikum, glasklar, nie moralisierend, sondern in seinem Humor immer wieder nachdenklich stimmend. Worum es da geht? Sonne und Planeten beschließen, der Welt den Garaus machen zu wollen. Zu sehr hat sie sich aus ihrer vorbestimmten Bahn bewegt. Aber warum? Nicht von Viren ist sie befallen, sondern von Menschen. Wir müssen also die Erde von den Menschen säubern. Früher wird keine Ruhe sein. Ja? Nein, tu das nicht, bitte! Natürlich müssen wir das tun, Herr Schwatz! Frag sich nur wie! Ja. Nur Frau Professor Guck glaubt an das kommende Ende der Welt, doch sie blitzt überall ab. Bei den Menschen, den Politikern, die nur Phrasen von sich geben. Ein Führer braunen Zuschnitts tut das zum Beispiel. Auch ein Krisenexperte, den die Regierung bestellt hat. In unserer Lage geht es darum, den sogenannten Feind, also den Gegner, den Kometner, systematisch im Detail und umfassend zu erkunden. Wie verhält er sich? Was sind seine nächsten Schritte? Wie, was kommt da auf uns zu? Es ist ja schon angeführt worden mit möglicherweise einer langfristigen Sichtweise und Perspektive. Es geht darum, die Details zu verschärfen, zu konzentrieren, um einen Maßnahmenkatalog, um die besten Schritte gegen den Kometner zu entwickeln. Wir sind froh, dass diese Koordination im Sinne von koordinieren, dass diese Entscheidungen auch umzusetzen schauen, dass das auch im ganzen Land passiert, dass alle zusammenwirken. Ich freue mich auf diese Herausforderung. Es ist eine große. Gemeinsame, gesamtstaatliche, gesellschaftliche Anstrengungen werden helfen, diese Krise zu überwinden. Danke. Lisa Hörtnagel, Isabella Knöll, Thomas Frank und Viktor Rabel spielen Szene für Szene mit großer Präzision, gespickt mit absurden, aber witzigen Einfällen und minimaler Ausstattung, die selbst schon ein Bündel Humor darstellt. Und immer wieder tauchen aus dem Witz urplötzlich ernste Momente auf. Etwa bei Lisa Hörtnagels Wissenschaftlerin Guck, die eine Maschine erfand, die das Unheil abwenden könnte. Die Menschen müssen sich so sehr mit dem Leben herumschlagen, dass sie gar nicht dazukommen, an den Tod zu denken. Rennen sie und hasten, platzen voll Lebensgier. Das Publikum feierte die Darstellerinnen und Darsteller mit heftigem Applaus. Die von Christine Eder inszenierte Komödie Weltuntergang von Jura Seufer ist noch bis zum 3. Juni beim Zillertaler Festival Steudelten in Oderns zu sehen.